Zo. Oha, Bruder, warum nicht die schwarze? Okay. Hier sind noch ein paar Sachen, nimm die. Schon wieder John Martinez. Ja. Nee, George Martinez. Aber diesmal schaffen wir alles. Diesmal können wir alles schaffen. Okay, also Kamera nehmen wir mit und Taschenlampe. Und wir dürfen nur alleine unterwegs sein. Wieso? Er reagiert nur auf alleine. Ah. Oh, what the fuck. Guck mal, hier ist zum Beispiel auch noch ein Schlüssel drin, ne? Genommen. Autoschlüssel war das. Okay. Das ist das Anfangshaus, oder? Das Testhaus. Oh ja. Wie hieß der? John Martinez. John Martinez. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zusammen rumlaufen. Okay. Yo, John. Hallo. John Martinez. John Martinez. John Martinez steht auf jeden Fall auf Autos, Digga. Tuning-Magazin auf seinem Bett. Ja, ich hab's Auto. Ich hab einen Autoschlüssel. Hier sind zwei Finger ab der Handabdrücke. Zwei Stück. Wo bist du? Warte, ich komme. Direkt am Anfang, Tür rein, direkt erste links. Erste links? Hier. Kommen Sie. Warte, ich trampel auf seinem Bett. Ja, da. Okay. Issi, Schrankfetisch ist, Digga, der hat. Ich glaube, der war gegen Schrank gebeugt und der hat sich ficken lassen. Der hat sich richtig auseinandernehmen lassen. John Martinez, ich komme in den Keller, Bruder. John Martinez, ich glaube, du stehst auf Arschweg, Bruder. John Martinez, hallo? Wir spielen eigentlich das Spiel wie jeder andere, nur asozialer. Ja. Oh oh. Das Licht ist aus. Hey, kann ich die Geister auch weghämmern? Wahrscheinlich nicht. Weil ich habe da jetzt einen Hammer. Ich habe keine Taschenlampe, deswegen so richtig auf den Sack. Ey, meine Taschenlampe funktioniert nicht mehr. Ah, doch. Wo seid ihr? Okay, wir dürfen nicht zusammenbleiben, aber das ist irgendwie scheiße. Durch Arsch. Also, ich gehe mal hoch jetzt hier. Geht's überhaupt hoch? Absolut kein Plan. Und ich sehe auch nichts Licht ausgemacht. Mehr. Ja. Ich mach kurz Strom wieder an. Hast du schon den Sicherungskasten? Der ist schon Keller, safe. Wo ist unsere Taschenlampe, Digga? Ich schwöre, ja, beim nächsten Dings hole ich mir nochmal eine Taschenlampe. Das geht immer. Der Sicherungskasten ist nicht im Keller, der muss irgendwo am Anfang sein. Okay. Digga, wäre ich der Geist, ich würde auch nicht rauskommen. Hier sind wie so drei Psychopathen einfach in meiner Haut. Ist so. Erstmal Beweis, Fingerabdrücke. Ja, okay, ich kann es ja auch eintragen, ne? Ja, ja. John Martinez. Antwort, hier ist der Auto. Und der Stromkasten. Also ihr könnt wieder Licht machen. Okay. John Martinez. John, ich mach dein Auto kaputt, wenn du nichts sagst. Oh, endlich Licht. John Martinez. John Martinez. Ich werde deinen Fernseher auseinandernehmen. Ich nehme dein Auto weg. Ich klau deinen Fernseher, Digga. John Martinez, ich klau deinen Fernseher. Aber hier ist noch ein Autoschlüssel. Nice. Okay. Bringt es. Doc, bring diese Schlüssel eigentlich was? Weil ich krieg ja. Oh! Oh! Hier regt sich ein Auto. Ja, das. Also ich habe gerade ein Auto versucht aufzumachen. Aha. Ich werde mal die Cam hier aufstellen, Alter. Ich sehe nichts. Oh, hat dich das getriggert, Bruder? Warte mal, ich werfe mal mit Hammer auf sein Auto, vielleicht regt es den auf. Okay, denk mal, so ist okay. Okay, es regt ihn nicht auf. Und das Auto anmachen, die Cam, dann Schlüssel ausmachen. Die ist an, ach, ja. Oh, okay. Mach mal so. John Martinez, zeig mich. Ich hab zwar John keine Martinez. Kamera, aber zeig. Ah, hier ist ein Autoschlüssel nochmal. Ja. Mach mal so, oder? So ist okay. John Martinez, ich hab eine Cam hingestellt, neben deinem Fernseher. Nimm Porno-Video auf, Bruder. Vor allem richtig geil, Digga. Zwei Kanacken in seinem Haus, Digga. Ich klau deinen Fernseher. Ich klau dein Auto. Oh, der Fernseher ist angegangen, Bruder. Ja, den habe ich angeschaltet, Bruder. Okay. Lass mal abchecken, ob der sich noch gegen Fernseher fixen kann. Ich höre, die Couch sieht schon chillig aus, Digga. Ganz ehrlich, ich finde so eine Couch ziemlich nicht nice, Alter. Was? Bruder, da hast du noch nicht auf so eine Couch gesessen. Bist du hier? Kann auch sein.
Hey Domme, was geht? Servus Domme. Geile Couch, nimm die auch mit. Ist so, Digga, die Couch sollten wir auch mitnehmen. John mit Martinez, Arbeit. Ich klau auch deine Couch, wenn es sein muss. Oh, hier ist ein Safe. Ich mach dein Safe auf, Bruder. Wo ist dein Safe, Digga? Hier. Mach mal Licht drauf. Haben wir C4 oder so? Okay, keine Fingerabdrücke. Stück Scheiße, Digga. Wenn du schon Safe hast, dann benutze ihn auch. Ah! Ich hab dieses Licht hier gerade angemacht und jetzt instant ausgemacht, der Zigeuner. Okay. John Martinez, bist du da? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Das ist, glaube ich, der falsche Geist. Bruder, okay, hat was gepiept? Sieht man den überhaupt im EMF oder funktioniert der Shit? John Martinez. John Martinez. John Martinez. Oh, da hat sich gerade was. Oh, oh, jetzt piept's hier, Jule. Ja, yep, ja. Yep. Wo seid ihr, Digga? Ich hab ihn dreimal gerufen. Wo bin ich, Digga? Also, es schlägt aus, richtig? Ja. Ein Beweis schon mal, eintragen. So. Ja, aber das ist nur ein Beweis, wenn es auf Stufe 5 geht. Ja, er war ja. Ach so. Also, es ist ein Bungee oder ein Revenant? John Martinez. Ist er noch in dem Raum hier? John Martinez. Ja, oh, er hat die Tür gemacht. Okay. Okay. Oh. Mach. Okay. Hast du ein Foto bist gemacht tot? Von der. Bist du tot? Ich will hier raus. Lasst mich hier raus. Jule, mach mal ein Foto hier. Oh mein Gott. Hört sich eigentlich. Jule hat die Wette verloren, Freunde. Lass mal ins Auto gehen. Ich hab so eine Gänsehaut. Scheiße! Guck einfach auf die Tür. Ihr seid solche Hunde! Jeder Scheiße, weißt du, wir beide nur. Mach ein Bild, mach ein Bild. Hast du ein Foto gemacht? Nein. Ich bin erbarmen. So. Guck mal, wir haben schon zwei Sachen, haben wir. Warte, echt? Haben wir es? Oh. Ja. Welche Art von Geist? Da kann. Warte. Ich schau mal kurz im Journal. Also. Geisterbuch, Gefriertemperaturen gab es noch keine, oder? Ich geh genau. Nochmal rein, ich ruf ihn nochmal. Gefriertemperaturen haben wir keine gefunden. Habt ihr gehört? Was? Ich gehe nochmal rein und rufe ihn nochmal. Okay, vielleicht kriege ich ein Foto. Ich komme mit, warte, damit wir Finger. Nee, wir dürfen nicht mit rein. Ach so, die muss alleine sein. Wir chillen wieder vor der Tür. Komm her, ich habe die Cam hier aufgestellt, vielleicht sehen wir was. Im Zimmer. Das ist da beim Fernseher. Jule, ist wir sehen Jule dich. Da vor der Tür? Ja, das ist Jule. Die sieht ja aus wie der Geister. Ja, Mann. Ich hab, ey, das ist so widerlich. Jalla, Juli, rein. Augen zu und durch. Ja, aber ich sehe nichts. Ja, weißt du? Ach, du hast kein Licht mehr aus. Ja, gib mir die Taschenlampe. Sie sagt halt auch nichts. Ist halt echt so, Juli, sag doch was. Hier, erstmal schlagen. Bam, mit Hammer. Nimm das Kruzifix mit. Taschenlampe liegt. Hier. Ich komm mal mit und guck nur wegen dem Ton. Wegen dem EMF. John Martinez, Jule kommt jetzt wieder. Könnt ihr? Du bist ein Spaß. Also er ist hier nicht. Warte mal, ich rufe ihn ein paar Mal. John Martinez, John Martinez. John nein, Martinez. Doch, waren wir noch nicht. Okay, ich hau ab. Kein Bock. Oh Gott. John Martinez. John Martinez. John Martinez? Leute, ich will das auch mit Cam sehen hier. John Martinez? Ach, man sieht gar nicht. Seid doch mal still! Auch jetzt den Auftrag beenden. Oh, das Licht flackert hier. Er kommt. Er kommt nicht, wenn wir zusammen sind, auf jeden Fall. Wer hat die Fotokamera? Ah, ich will hier raus. Ist, hab ich nicht. Wo bist du?
Oh, da ist er. Jo. Da ist er. Julia, er kommt auf dich. Ich hab's Kruzifix. Julia. Ich seh nicht. Der ist hier in den Raum gerade reingegangen. Ich hab den gerade an Cesar vorbeigehen sehen. Egal, lass gehen. Können wir wenigstens die Sachen aufheben? Wieso ist er auf? Kannst du was aufheben hier, Jule? Ich. Ja, heb das auf, heb dieses Teil hier auf, wo ich hinleuchte. Ich hab halt Kamera und Taschenlampe in der Hand. Ja, aber du kannst trotzdem noch was aufheben. Oder? Ja, okay. Ey, ich stell kurz was im Auto. Hast du aufgehoben? Ja. Wer hat das Licht angemacht? Hast du das Licht gerade angemacht? Nein. Okay, dann war der das. Wenn du willst, gib mir die Cam und ich versuche ein Foto von dem zu machen. Ein Foto hast du noch frei. Ein Foto habe ich noch frei. Dann gib mir Cam und Taschenlampe. Scheiß auf Kruzifix. Hab ich nicht. Ja. So. John Martinez, wieso hast du unseren Bruder getötet? Was kann ich den Geist nochmal fragen? Warum er dir schaden will? John Martinez, warum willst du mir schaden? Was ist passiert, John Martinez? Ich sag seinen Namen viel zu oft, merke ich gerade. Also er ist auf jeden Fall vorne in dem ersten Raum links. Ob der noch da ist, ist die Frage, ne? Der kam da raus und ist auch wieder reingegangen. Also hier links drin? Hä? Jule. Ja, genau. Reparaturen. Es ist safe in Revenant dann. Fingerabdrücke und Geisterbuch. Oh, Geisterbuch. Wir können es ja mal mit dem Geisterbuch versuchen in dem Zimmer. Ja. Das Ding ist, du siehst zwar den Geist, aber du willst dann zur Kamera switchen und dann ist er schon wieder weg, der Zigeuner. Hast du das, Julie? Ich bin bei dir, ja. Bungie, schreib uns, was du uns sagen willst. Oh, guck mal, hier ist noch ein Fingerabdruck an dem Licht. Wie lege ich es hin? Oh, jetzt habe ich es einfach weggeschmissen. Wie lege ich nochmal das Buch hin? Kann mir das jemand sagen? Hallo? Hinhocken und F, sagt Dr. Crazy. Jetzt ist es aber falsch rum. So. Wie hieß der Geist? John Martinez? John Martinez. Oh, jetzt habe ich das Buch hingeschmissen. Oh, ich habe ihn gehört. John Martinez, hinterlass uns was in diesem Buch. Schreib uns, was dein Problem ist, du Hund. Komm, gehen wir mal raus, vielleicht schreibt der was. Was, du? So. Weißt du, was auch Möglichkeit wäre, Jule? Was? Du legst all dein Equipment hier ab, gehst in einen Raum und rufst die ganze Zeit John Martinez. Und dann? Und ich bin irgendwo ein bisschen weiter hinten und dann schieße ich ein Foto, wenn er dich killt. Okay. Egal, was du hast, werf's weg. Oder da rein, genau. Okay. Man kann auch Sachen auf den Tisch legen, nicht auf den Boden. Schön willst du jetzt auch noch, dass ich aufräume, oder was? Ich mache jetzt Harakiri und du willst, dass ich die aufräume? Oh shit, ich habe gerade aus Versehen ein Foto geschossen. Ja, dann gehe ich da nicht nochmal rein. Wenn da jetzt 0 steht, kann ich da noch ein Foto schießen? Nein, Mann.
okay. Ja, dann packen wir's. Willst du das Buch nicht rausholen? Das Buch? Oh ja, das Buch müssen wir rausholen. Ist eine gute Idee. Aber bringt zwar nicht viel, aber... Wenn's ein Revenant ist, schon, glaube ich. Ja, aber wir wissen ja schon eigentlich, dass es ein Revenant ist. Ja, wobei, ich weiß, was du meinst. Warte mal, ich hole nochmal so einen Störsensor. Hast du diesen Störsensor? Nee. Nee. Okay, ich habe ihn. Ja, ich werfe hier das meiste einfach in Müll momentan. John Martinez, warum hast du nichts ins Buch geschrieben, du Hund? Ich hab's extra hier hingetan. Hat er nicht? Verdammt. Nee, hat er nicht. Also ich hebe auch gar nicht, der Sensor schlägt auch gar nicht mehr aus. Scheiß drauf. Komm. Ja, geh mal, oder? Jetzt nehmen wir das schon noch in die Länge. Ich hab's schon. Hast du's? Okay. Ja. Egal, wir haben gut gesammelt. Oh, jetzt habe ich nochmal mein Mocky Talk runtergespielt. Oder was auch immer das war. Ach, du bist. Psst. John, fick dich. Ganz im Ernst. So. Ich musste dem Geist nur noch meine Meinung sagen. Mhm. Aber ich würde sagen, das war ein Revenant. Weil wir hatten nirgendwo hatten wir Eis oder sonst was. Also kühle Temperaturen. Ich mach zu. Ja, warte, ich habe ein Revenant draus gemacht. Nice. Egal. Zwei Sachen erfüllt. Mehr als letztes Mal. Ja, wieso? Ich hab doch schon gesagt, dass es ein Revenant ist. Hallo. Welcome back. Hallo. Ah, $40, ist doch gut, Digga. Ja, hallo. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.